Ja, hallo, liebe Zuschauer. Ich habe heute mal etwas, was mir aufgefallen ist in Amerika. Ihr wisst ja, am 6. Januar war ja diese berühmte Kapitolstürmung, ja, wo eben Trump-Anhänger, so sagt man eben, dass dieses Gebäude, das Kapitol gestürmt haben. Und ja, seitdem ist halt alles etwas anders. Wir haben eine neue Administration, Joe Biden, Kamala Harris. Und ja, die sollten ja auch an diesem Tage dort gewählt werden. Das Elektoral sollte ja diese beiden eben dann ins Amt wählen. Das ist dann auch geschehen. Aber was mir dazu aufgefallen war, war etwas, was vorher passiert ist, und zwar ein paar Tage vorher. Und zwar am 3. Januar, vielleicht weiß das der eine oder andere, ist eben das auch aufgefallen, gab es ein Eröffnungsgebet des Senats oder des Kongresses. Der Kongress wird wohl immer mit einem Gebet eröffnet. Und an diesem Tage war das der Pastor, der Abgeordnete und Pastor Emanuel Cleaver. Ja, der ist Pastor der St. James United Methodist Church. Was auch immer das ist, weiß ich nicht. Aber er soll eben ein christlicher Pfarrer sein. Ja, und er beendet aber dieses Gebet mit den Worten: Amen and a woman. Also nicht Amen, es soll so sein, sondern a man and a woman. Ein Mann und eine Frau. Was soll das am Ende eines Gebets? Das ist natürlich satanisch. Das war durch und durch ein satanisches Gebet. Und ja, von daher muss man da gar nichts zu sagen. Aber das hat er eben 3 Tage vorher gesagt. Und zusätzlich zu diesem A Man and a Woman, hat er eben auch gesagt, dass er den hinduistischen Gott Brahma anbetet. Er hat zwar sehr genuschelt, weil er 2 Masken auf hatte, aber man hat es sehr deutlich gehört eigentlich. Ja. Ja, zudem ist eben, wenn man ihn auf seiner Webseite und auch bei Wikipedia ist nachzulesen, dass dieser Mann also auch Hochgrad Freimaurer ist, also Okkultist. Und ja, von daher kann er schon gar kein Pastor eigentlich mehr sein. Aber man sieht eben hier, wie sich eben der fremde Agent dort auch in den Kirchen einnistet. Ja, also ein durch und durch satanisches Gebet, was, ja, man hat dieses Gebet, also dieses Gebäude, meine ich, eigentlich schon vorbereitet. Also dem Satan geweiht. Ne? Ja, was dann passiert ist, wissen wir alle, dann kam eben dieser Sturm aufs Kapitol und natürlich wurde dann auch anschließend die neue Administration gewählt, und zwar Joe Biden, Kamala Harris. Zu Kamala Harris ist uns auch etwas aufgefallen, und zwar die gute Frau heißt mit vollständigem Namen Kamala Devi Harris. Der Name wurde ihr von ihrer Mutter gegeben, eine intelligente Frau mit einem Doktortitel, die in der Brustkrebsforschung arbeitet. Sie nannte sie Kamala Devi aus religiösen Gründen, da beide die Namen von Hindu-Göttern sind. Ja, ihre Mutter kam aus Indien, ist emigriert nach USA und Verehrerin, ja, von Hindu-Göttern. Und sie gab eben ihren Kindern, Kamala Devi Harris hat also auch noch eine Schwester, und beiden Töchtern hat die Mutter eben aus religiösen Gründen so benannt, nach Hindu-Göttern. Ja, jetzt wollen wir eben gucken. Devi, also Kamala selbst, ist ein Name, der auf Sanskrit Lotus oder Blassrot bedeutet. Kamala ist ein weiterer Name einer bekannten Hindu-Göttin, die wahrscheinlich besser als Lakshmi bekannt ist. Lakshmi ist die hinduistische Göttin des Wohlstandes, des Glücks und der Schönheit, und sie wird oft mit der Lotusblume eben abgebildet. Ja. Devi ist ebenfalls eine hinduistische Göttin. Es ist ein Sanskrit-Wort, das Göttin bedeutet, aber es ist auch der Name der hinduistischen Muttergöttin. Devi wird als die komplette Weiblichkeit betrachtet und ist eine nährende Kraft und eine Beschützerin der Dörfer. Allerdings hat sie auch eine wilde Seite und ist nicht nur an der Erschaffung von Welten beteiligt, sondern auch an der Zerstörung. Ja?
also auch nochmal zum Gott, hinduistischen Gott Brahma nochmal zurück eben. Ja, eben, das ist eben auch der Gott der Erschaffung, ja, im Hinduismus. Da gibt es eben Brahma, Vishnu und Shiva. Shiva ist dann eben auch die Zerstörung. Ja, so passt das eben alles zufällig wieder zusammen. Ja? So, die Schwester von Kamala Harris, vielleicht noch dazu. Der zweite Vorname ihrer Schwester entspricht dem von Kamala Myers. Myers, also zweiter Vorname, ist tatsächlich Lakshmi. Maya ist auch ein Sanskrit-Name, der Illusion bedeutet, und ist ein weiterer Name von Durga, einer Hindu-Göttin. Ui, ui, ui. Ja, welche Zufälle es gibt. So, und dann habe ich hier noch eine Meldung von einem Rabbi gehabt. Vielleicht verlinke ich mal den Artikel auch dazu. Das ist hier ein Rabbi Yekutiel Fisch. Dieser ist ein bekannter Kabbalist, ja, der unter einem anderen Namen bloggt, und der hat eben bemerkt, dass Harris Ehemann Douglas Emhoff ein Jude ist. Ja? Und er schreibt dazu oder sagt dazu: Das ist der Weg, auf dem der Götzendienst akzeptiert wird, bemerkte Rabbi Fisch, durch Heirat. Ja, und dann sagt er eben noch, dass, er sagte noch einiges zur Numerologie und Gematrie, aber das will ich nicht weiter ausführen. Wichtig ist hier vielleicht noch, dass er anmerkt, dass Harris im Hebräischen wohl tatsächlich Zerstörung bedeutet. Ja, und zu Joe hat er auch noch irgendwas gesagt. Ja, Joe. Joe Biden. Also wie gesagt, Hebräisch, Harris bedeutet Zerstörung. Naja, ich verlinke den Artikel am besten und dann könnt ihr euch euer Urteil bilden. Ich finde es eigenartig. Was jetzt kommt, Zerstörung, Erschaffung, Zerstörung der USA. Das ist jetzt alles, denke ich mal, auf dem Weg, und ja, die Endzeit hat begonnen, denke ich. Und wer noch nicht umgekehrt ist, kann ich nur auffordern oder empfehlen: Kehrt um, kommt zu Jesus Christus, kehrt ab von eurem sündigen Leben, kommt einfach zu Jesus Christus, er rettet euch, wenn ihr ihn bekennt im Herzen und mit eurem Mund bekennt, wird er euch freisetzen. Ich wünsche euch alles Gute. Shalom und Tschüss.